Borki, ich bin gerade aufgewacht und ihr schaut woodsmack.com. Kaffee. Das Woodsmack präsentierte Deichkind in Rottweil. Und Deichkind präsentierte ihre neue Platte Arbeit nervt. Deichkind in der Fastnachtshochburg Rottweil. Das passt natürlich wie Krawall zu Remi Demi. Wir haben uns mit einem der Deichkinder, nämlich Porky, getroffen und mit ihm ein bisschen gequatscht. Hier in Rottweil ist Fastnacht ein großes Ding, die süddeutsche Variante von Karneval. Könnt ihr damit was anfangen? Ja, wir haben das ja eh jeden Abend. Wir verkleiden uns ja eh jeden Abend. Ihr seid eigentlich der Urtyp von dem Narren. Kostümiert, predigt die internationale Säufersolidarität und übt Gesellschaftskritik. Genau, also es gibt Menschen, die hören internationale Säufersolidarität und es gibt aber auch Menschen, die hören internationale. Also es gibt dumme Deichkind-Fans und es gibt schlaue Deichkind-Fans. Zwischen den Zeilen haben wir natürlich auch immer so kleine Botschaften. Dadurch, dass euch so ein guter Ruf vorauseilt, haben die Leute immer ziemlich hohe Erwartungen. Wie ist es für euch? Müsst ihr euch mal dazu aufraffen, jeden Abend die große Partystimmung zu verbreiten? Ja. Oft? Ja, eigentlich jeden Tag, jeden Abend. Ist eigentlich immer so. Und dann geht der erste Song los und dann geht es aber schon von ganz alleine. Arbeit nervt, eure neue Platte. Ist die erste Platte seit dem Weggang von Buddy und Malte? Ja, seit dem Weggang von Buddy. Ja. Alles ist leichter oder schwerer gemacht, die Platte zu produzieren? Leichter. Hat irgendwie 1A funktioniert, die Platte zu produzieren. Wir haben uns eingeschlossen in Dänemark im Haus. Und ich habe mit Philipp im Winter haben wir so die Beats gemacht und so das vorweg. Und dann haben wir da so Rundschlips immer mit den ganzen, ohne Frauen, ohne Hunde, ohne alles. Wie steht's um die Bandhierarchie? Ferris MC ist neu dabei, der hat bestimmt kein kleines Ego mitgebracht. Nee, hat er nicht. Der wurde erstmal von uns gebrochen. Erstmal komplett gebrochen, dann wurde er auf Entzug gesetzt, dann kriegt er Taschengeld von uns. Seine Texte sind zensiert worden, auch von uns. Er darf nichts in Interviews sagen, was nicht vorher mit uns besprochen wurde. Und ja, sonst ist er eigentlich ganz zahm. Wie bricht man Ferris MC? Das ist mal das Team. Der eine fängt an, auf der andere weiter und dann, wenn er ganz unten liegt im Dreck, weil er war sowieso nicht weit davon entfernt, dann nochmal reintreten und dann stellt man ihn auf die Bühne und ist ganz lieb zu ihm und dann macht er, was man will. Das Kraftwerk war aus dem Häuschen. Die berühmt-berüchtigte Bühnenakrobatik begeisterte die Fans. Doch irgendwann ist auch mal ein Deichkind müde.